Ja, hallöchen. Heutiger Podcast, Mangel oder Fülle, Mangel oder Fülle, Mangel oder Fülle. Ja, wie bist du unterwegs? Wenn du sagst, boah, der hat viel mehr als ich, bist du im Mangel. Wenn du sagst, ah, mir geht's nicht so gut, bist du im Mangel. Wenn du sagst, die Welt ist ungerecht, bist du im Mangel. Wenn du sagst, ich brauche unbedingt mehr Geld, bist du im Mangel. Und weißt du was? 98% der Menschen sind immer im Mangel. Weißt du, was passiert, wenn du immer im Mangel bist? Der Mangel wird immer größer. Der Mangel wird immer größer. Du konzentrierst dich ja förmlich auf den Mangel. Ja? Und du bekommst, und das ist ja das Unglaubliche in unserem Leben, du bekommst fortlaufend die Bestätigung. Du bekommst fortlaufend die Bestätigung. Mangel, 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 Mangel. Du holst dir überall Referenzpunkte. Ja? Je mehr Referenzpunkte du dir holst, ja, plötzlich ist es einfach Wirklichkeit. Plötzlich glaubst du das. Du glaubst, dass du im unendlichen Mangel bist, ja? Deswegen, bitte, geh in die Fülle. Geh mit jeder einzelnen Zelle in die Fülle. Und wie komme ich in die Fülle? Wenn ich einfach dankbar bin. Ich bin dankbar, dass ich was zu essen habe. Ich bin dankbar, dass ich was zu trinken habe. Ich bin dankbar, dass ich einen Kopf über dem Dach habe. Und viele, 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 viele weitere Dinge. Weißt du, wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Dankbarkeit gleich Fülle. Jammern. Unglücklich sein, gleich Mangel. Kennst du Leute, die im Mangel sind? Ja, bestimmt, oder? Es erschreckt mich immer wieder, wie viele Leute im Mangel sind, ja? Also, fast alle sind im Mangel, ja? Fast alle sind im Mangel, haben dadurch ein unglückliches Leben. Und weißt du was? Wie bescheuert ist denn das? Irgendwann ist das Leben vorbei. Irgendwann ist das Leben abgelaufen, ja? Und das ist so traurig, wenn du dann wirklich sagen kannst, ja, ich habe so ein schlechtes Leben gehabt. Oder was ich dann oft auch erlebe, wenn du keine Vorsorge getroffen hast, wenn du plötzlich einfach, wenn das Geld hinten und vorne nicht reicht, kennst du Altersarmut plus Krankheit. Das ist doch ein schreckliches Drama, was sich da für viele, viele einfach zusammenbraut. Warum? Weil sie einfach nicht imstande sind, frühzeitig darüber sich mal Gedanken zu machen. Ja, so schlimm wird es nicht. Ja, es ist nicht so tragisch. Ja, der Vaterstaat wird uns nicht im Stich lassen. Ja, natürlich. Vaterstaat wird uns nicht im Stich lassen. Es ist einfach nur die Frage, wo der Vaterstaat Geld ausgibt, ja. Oder du kannst sagen, ja, es ist so ungerecht. Manche Leute, die hier einfach irgendwo reinmarschieren, die bekommen alles. Die müssen nichts arbeiten und bekommen einfach alles. Und ich, wo ein Leben lang hier 40, 50 Jahre gearbeitet habe, ich muss gucken, dass ich überhaupt über die Runden komme, ja. Ja, ich weiß, es ist ein Drama. Und weißt du, ich kenne viele, viele ältere Menschen, trotz dieses Dramas, die sind dankbar und suchen nach neuen Möglichkeiten, sie suchen nach neuen Wegen, ja. Und mein ältester Teilnehmer, 93 Jahre alt, Bernhard, 93 Jahre alt, kannst du dir das vorstellen? Unglaublich, oder? Er kam auf das Seminar, fange ich an zu leben. Ich habe ihn gefragt, ja, warum kommst du auf das Seminar, fange eigentlich an zu leben? Und da sagt er, ja, weil meine Kinder sind tot, alle meine Freunde sind tot, meine Frau ist tot. Und ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Ich hatte jetzt die Möglichkeit zu sterben oder ich hatte jetzt die Möglichkeit, nochmal ins Leben zurückzukommen. Und ich habe mich entschieden, nö, ich würde jetzt einfach noch nicht sterben mit 93. Ich komme ins Leben zurück und gebe einfach nochmal richtig Vollgas. Ist das nicht unglaublich schön, so eine Einstellung zu haben, ja? Ich finde das so hammer cool. Und jetzt frage ich dich, was hast du für eine Einstellung? Wie bist du unterwegs? Welche Einstellung zeichnet dich aus? Ja? Welche? Fühlst du dich schon alt? Fühlst du dich schon kaputt? Ja, in unserem Alter. Wenn ich das höre, in unserem Alter. Ich kann es nicht mehr hören. In unserem Alter. Was heißt das schon in unserem Alter? Ja, ja, wir sind halt immer die Jüngsten. Was sagt denn sowas? Ja? Ich fühle mich jünger denn jung in meinem Geiste. Ja, körperlich. Ja, da habe ich ein bisschen im Moment meine Challenge. Ja, da arbeite ich dran. Ja, aber vom Geist her jünger denn jemals zuvor. Spritziger denn jemals zuvor. Voller Lebensfreude, voller Dankbarkeit. Richtig, richtig on fire. Ja? Merkst du was? Ja, mancher junge Mensch wäre gestorben, ja? Hier, 5 Tage Mastermind, 4 Tage ganz, ganz wenig geschlafen. Jetzt bereits schon 9 Stunden am Autofahren, ja? Und dann noch eine Keynote geben, dann nochmal 1,5 Stunden da sein, Rede und Antwort, sich mit den Leuten auszutauschen und weit nach Mitternacht zu fahren. Ja, weißt du, wovon das abhängt? Es hängt von der geistigen Einstellung ab. Es hängt einfach von der Lebensfreude ab. Und ich habe mich einfach unendlich gefreut, dass ich heute Abend um 22 Uhr in Frankfurt noch eine Keynote abliefern kann. Ja? Sowas von on fire, ja?
Bist du auch on fire? Bist du in deiner Passion? Bist du in deiner Vollendung, ja? Oder bist du kaputt? Ja, Work-Life-Balance. Kennst du das? Ja, Work-Life-Balance. Ja, man muss schön aufpassen, ja? Ja, natürlich muss man aufpassen. Man muss auch aufpassen, dass man nicht einpennt, ja? Man muss auch aufpassen, dass man das Leben nicht verpasst, ja? Weißt du was? Es gibt so viele wunderschöne Momente, wo du ausruhen kannst, wo du relaxen kannst, wo du dann Powernapping machen kannst. Und es gibt einfach Momente, da gilt es. Da gilt es ganz einfach. Dienstagnacht von Malta zurückgekommen von der 9. One Million Mastermind. Dann abends um 10 Uhr noch Teambesprechung. Dann gearbeitet bis um 3 Uhr nachts am anderen Morgen um 9 Uhr. Bereits schon auf dem Weg nach Waisenhaus. Warum? Weil ich es einfach geil finde. Weil ich es einfach geil finde. Und ich hoffe so sehr, dass du die Dinge auch geil findest, die du machst, ja. Und dass die nie von niemandem einreden, dass es nicht gut ist, dass es schlecht ist und so weiter. Lass dir das von niemandem einreden. Solange du glücklich bist, solange du dich wohlfühlst in deiner Haut, solange du deiner Passion nachgehst, bist du viel, viel glücklicher als jemand, der Work-Life-Balance macht. Kennst du das? Ja, 5 Tage arbeiten, um 2 Tage sich zu erholen. Wunderbar. 46 Wochen im Jahr zu arbeiten, um 6 Wochen sich zu erholen. Ist das ein Leben? Das ganze 40 Jahre durchgezogen, um dann endlich in Rente zu gehen. Ist das ein Leben? Nein, für mich definitiv nicht. Ja? Definitiv nicht. Ja? Natürlich, ich bin jetzt nicht ganz glücklich. Ja, das kann ich ruhig an dieser Stelle sagen, dass ich jetzt tatsächlich in ein paar Tagen das 65. Lebensalter küsse. Ja? Das finde ich nicht ganz so witzig. Ja? Aber ich bin dankbar, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Viele, viele meiner Klassenkameraden sind schon lange nicht mehr am Leben. Viele sind schon lange tot, ja. Schon lange, lange, lange tot. Und ich bin immer noch da. Ich darf immer noch wirken, ja. Wie cool ist denn das? Ja, mein Gott, klar, wenn ich daran denke, dass ich in 15 Jahren 80 werde, nicht sehr prickelnd, ja. Auf der anderen Seite, mein Vater wurde 96, meine Mutter 90. Also habe ich doch wunderbare Chancen, in ihre Fußstapfen zu gehen. Und wenn ich es auch nicht ganz so weit schaffe, richtig glücklich sein, Vollgas geben, in Harmonie sein. Das sind doch die wichtigen Parameter, ja? Und da kann ich auch mal weniger schlafen. Wenn du das machst, was dir Spaß macht, und wenn sie sagen, ja, ich brauche meine 10 Stunden Schlaf, sonst bin ich kaputt, ja? Ja, das ist einfach nur ein Glaubenssatz. Die Menschen sind voll mit Glaubenssätzen, die dermaßen kontraproduktiv sind. Komm raus aus diesen komischen Glaubenssätzen. Geh in die Fülle. Fülle, Fülle, Fülle ist angesagt. Sag nie mehr, das Geld reicht hinten und vorne nicht. Frag dich vielmehr, was darf ich leisten, damit das Geld hinten und vorne reicht. Ja? Damit ich in der Fülle lebe, damit immer ganz, ganz, ganz viel Geld reinkommt. Was darf ich leisten? Ja? Und es gibt viele Leute, die sagen, nee, das kann ich mir nicht leisten. Ja? Ja, dann hast du einfach nur Pech gehabt. Hast du einfach nur Pech gehabt. Heute Abend auch eine Teilnehmerin hier. Kommt auf mich zu und so, ja, ich würde halt schon gerne, aber, sage ich, was aber? Ja, es ist halt schon weit, St. Moritz. Da sage ich, weißt du was, da bleib doch einfach nur zu Hause. Ja? Ah, nee, das möchte ich auch nicht. Sage ich, ja, was willst du jetzt? Willst du jetzt zu mir kommen nach St. Moritz auf die Seminare? Mindset Bootcamp, Lebensveränderung, Born to be free? Oder willst du lieber zu Hause sein, weil es zu weit ist? Nee, mein Herz sagt schon, ich soll kommen. Sage ich, ja, also wo ist das Problem? Ah, ich weiß nicht. Ja, weißt du was, dann bleib doch in dieser ewigen Schlaufe, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, es ist zu weit. Es gibt keinen Weg, der zu weit ist, um in die Fort- und Weiterentwicklung zu gehen. Es gibt keinen Weg, ja, der zu weit ist, ja. Never ever, wenn du eine Veränderung willst, dann musst du bereit sein, neue Wege zu gehen. Dann darf dir auch kein Weg zu weit sein. Kein einziger Weg darf dir zu weit sein, okay? Schlicht und einfach. Treff eine Entscheidung. Treff einfach nur eine Entscheidung. Ja, jetzt kann ich sagen, ja, 3 Tage bei Türke und dann muss ich schon wieder nach St. Moritz. Ja, scheiße. Dann habe ich die ganzen Seminare, dann habe ich Speaker-Training, dann komme ich Dienstagnacht zurück. Mittwoch bin ich im Büro, Donnerstag muss ich dann schon wieder nach Venedig, das dritte Expertenbuch schreiben. Wow, da bin ich kaputt, dann komme ich am Montag zurück. Ja, und Mittwoch, Donnerstag muss ich schon wieder zur nächsten One Million Mastermind. Oh, was für ein Drama. Oder ich bin einfach nur happy und sage, ey, Ernst, du hast doch so ein geiles Leben. Ja? Und ich habe doch das Leben, was ich mir ausgesucht habe. Und auch du hast das Leben, was du dir ausgesucht hast. Das darfst du dir immer vor Augen führen. Du hast das Leben, was du dir ausgesucht hast. Also, wenn du nicht mehr happy bist mit diesem Leben, dann veränder es doch ganz einfach. Ja? Dann nimm doch dein Leben in deine Hand, schreib dein Drehbuch um und dann wirst du plötzlich andere Dinge erleben.
Ich danke dir so sehr, dass du wieder dabei warst. Danke, 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 danke. Und danke, dass du diesen Podcast auch teilst oder das Video auf YouTube, dass ganz, ganz viele Menschen davon profitieren können. Tschüss, bye, bye, dein Ernst.